Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal das Intro aus dem Treppenhaus, denn draußen schneit es wie verrückt. Wintereinbruch in Milwaukee. Aber ich werde gleich von einem Kollegen abgeholt, dann geht es für eine Nacht nach Chicago. Heute Abend erstes Mal NHL, Stadion-Vlog, Chicago Blackhawks gegen Winnipeg. Und morgen gibt es dann noch ein anderes Video. Sightseeing in Chicago, könnt ihr euch auch drauf freuen. Deswegen lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wenn euch das Video gefällt, natürlich einen Daumen nach oben. Und jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Let's go! Wie gesagt, in Milwaukee hat es den ganzen Tag geschneit. Aber in Chicago, soweit ich weiß, soll es trocken sein. Deswegen machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Leute, das United Center hier im Hintergrund, Chicago Blackhawks, erstes NHL-Spiel, Freitagabend. Ich bin hyped, ich habe richtig Bock, ich habe meine Sachen eben schon ins Hotelzimmer gebracht und bin jetzt startklar. Tore machen gleich auf und dann gehen wir direkt rein. 90 Minuten vor Anpfiff werden die Türen hier geöffnet und sehr untypisch für Amerika, finde ich, sind tatsächlich schon einige Fans hier. Sonst kommen die ja echt immer erst zum Anpfiff, aber ein paar stehen hier schon an. Ich stelle mich da jetzt mal direkt mit in die Reihe, genau da. Zuallererst einmal wieder durch den Security-Check. Security-Check wieder erfolgreich gemeistert und wir sind drin im United Center. Da ich ja noch super viel Zeit habe, mache ich mich jetzt zuerst einmal auf die Suche nach dem Fanshop. Bringt mir immer Spaß, durch neue Fanshops durchzugehen, ein bisschen zu stöbern, mal gucken, vielleicht gibt es ein kleines Souvenir. Aber den muss ich jetzt erstmal finden. Essenspreise natürlich wie immer in Amerika im Stadion bodenlos. 3 Tacos, $19,50 im Morgen. Aber man muss sagen, die Variety stimmt. Es gibt hier mal so viel geile Auswahlmöglichkeiten, so viel zu essen. Hier sind auch überall so kleine Bar-Chill-Ecken, wo man hier so chillen kann. Vorm Spiel ein Bierchen trinken kann, ganz geil. Übrigens tragen hier im Stadion nicht nur die Blackhawks ihre Heimspiele aus, sondern auch die Chicago Bulls. Und hier sind die ganzen Trophäen. NBA Champions. Trotzdem nicht so gut wie die Bucks. Da ist er doch schon, der Blackhawks Store. Gehen wir direkt mal rein hier. Boah, in den amerikanischen Fanshops sind immer so viele geile Sachen, aber es ist halt leider auch einfach nur teuer. Ne? Also selbst wenn man nur ein kleines Andenken mitnehmen möchte, wird man hier schon eine Menge Geld los. So, ich bin jetzt in der oberen Etage des Stadions angekommen, wo ich auch gleich meine Sitze vorfinden werde. Auch hier überall Essen. Aber sieht geil aus. Ein kleines Smirnoff stand auch. Hier ist schon wieder einfach so eine Bar mitten im Stadion. Auch wieder von Smirnoff. Sehr geil. Erinnert mich ein bisschen an so eine Hotelbar. Wie geil ist das denn? Kann man einfach sein Handy aufladen während der Pause. Kann er abgeben und aufladen. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch mal mit dem ganzen Essen angucken und was für Getränke es hier gibt. Dann gehen wir mal rein ins Stadion und gucken uns die Sicht von drinnen an. Das United Center, meine lieben Freunde. Noch komplett leer. Ihr kennt es ja, die Amerikaner haben es nicht so mit Pünktlichkeit. Die kommen wahrscheinlich wieder alle erst genau zum Anstoß. Aber das Ding ist ausverkauft heute. Oh, sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, ich sitze in der letzten Reihe. Ich glaube, ich sitze ganz oben. 15, 16, Platz 10. Oh Mann. Oh, ich habe den Hunger nicht überwinden können. Es ist ein Double Cheeseburger geworden für billige $14,50. Aber ich habe Bock. Kurzes Fazit zum Burger, war immerhin lecker, aber $14, müssen wir nicht drüber reden, ist einfach zu teuer.
17-17. Winnipeg Penalty Call number 2, DeMello. 2 minutes for opening 17-17. Resulting in a Blackhawks power play. Blackhawks haben 3-1 verloren. Ein kurzes Fazit, während ich hier auf mein Uber warte. Eishockey an sich immer sehr, sehr geil. Also das Spiel war auch nice, was das Eishockey an sich angeht. Aber die Stimmung, boah, bin ich sehr enttäuscht von. Also war gar nichts eigentlich. Ganz schwach. Da bringen die Milwaukee Bucks, die Basketballspieler, auf jeden Fall mehr Spaß. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ihr ein kostenloses Abo dalasst. Einen Daumen nach oben. Mein Akku ist jetzt auch gleich leer, deswegen sage ich gute Nacht, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.